So, hier sind wir jetzt in einer neuen Stadt und hier haben wir einen nächsten Arena-Orden, den wir machen können. So, wir sind jetzt inzwischen schon hingelaufen. Und zwar sind wir bei Mesklara. Also es ist nicht schwer zu finden, man kann einfach dahin laufen. So, hier haben wir auch schon die schöne Pokémon-Arena. Gucken wir doch mal, was wir hier erledigen müssen. Welche Aufgabe, um gegen den... dieses Mal gegen den Typ antreten zu können. Hey, Layla! Ah, wenn man von Teufel spricht, ne Mila. Ich habe dich in die Arena laufen sehen und ich bin sofort hergerannt. Tut mir echt leid, dass wir letztens nicht gegeneinander kämpfen konnten. Aber ich verstehe mich nicht falsch. Ich bin dir nicht gefolgt, nur um dich herauszufordern. Ehrlich. Obwohl ich natürlich nichts gegen einen Kampf einzuwenden hätte. Was meinst du? Hey, warum nicht? Yippie, ach. Wie mich das freut. Endlich wieder ein Kampf gegen dich. Ich möchte mit Pokémon kämpfen, die zu deiner jetzigen Stärke passen. Sorry, gib mir gerade noch einen Moment, ja? Um über mein Team nachzudenken, ja? Versuch dich derweil doch schon mal an der Arena. Willkommen in der Arena von Mesklara. Willkommen. Lass dich zuallererst als Herausforderung registrieren. Dein Name ist Layla, sagst du. Freundlich mit Arenaleiter Aoki messen kannst, musst du die Arena-Prüfung bestehen. Deine Aufgabe wird es sein, ein geheimes Gericht zu bestellen. Das besagte Gericht gibt es in der Schatzstube, dem beliebtesten Restaurant in Mesklara. Gelingt es dir, das Richtige zu bestellen? Hast du bestanden? Außer dir versuchen sich aktuell noch drei weitere Herausforderer an dieser Arena-Prüfung. Sie haben alle jeweils einen anderen Hinweis zu dem Geheimgericht anvertraut bekommen. Ihr bestreitet Pokémon-Kämpfe gegeneinander und wer verliert, muss dem Gewinner verraten, was er über das Gericht weiß. Sobald du alle Hinweise erhalten hast, kannst du das Geheimgericht beim Personal der Schatzstube bestellen. Am Ende besteht nur der eine Herausforderer, der in der Liga ist, die korrekte Bestellung abzugeben. Nun denn, Layla, dein Hinweis lautet, wir mögen unsere Stammgäste. Könnte also nicht schaden, wenn du dich mal bei den Stammgästen der Schatzstube umhörst. Ah, hier haben wir doch noch jemanden. Du hast auch einen Hinweis zum Geheimgericht bekommen, oder? Na warte, ich werde dich schon wieder aus dir rauskitzeln. Gut, die Weiterentwicklung. Wir bleiben mal diesen Spielstrahl. Reicht nicht ganz. Au. Willkommen. Das war's. Total blöd, dass man sich gegenseitig seine Hinweise abnehmen muss. Was ist jetzt der Hinweis?
fasse es nicht, wenn ich hier sehe. Ja. So, dann die nächste, die wir besiegen müssen. Strahl! Ah, nicht ganz gereicht, nur die Hälfte. Wechsel mal das Pokémon auf. Nochmal die Weiterentwicklung. Die letzte. Lodalied. Boah, es gibt gar nicht viel. Macht er nichts außer Konter. Flammenwurf! Sehr gut. Muss ja noch jemand finden. Dazu muss man ja. Ne, sieht nicht nach Durland nur Ei aus, nein. Hier haben wir noch jemanden. Ah, ein Herausforderer. Rückt mal schön raus mit einem Hinweis. Den brauchen wir noch den dritten. Oh, dieses Pokémon. Ein VIP-Jäger auf jeden Fall. Und wie geht's der Gamer Maus? Alles gut bei dir? Aber noch ein Hinweis: Dunkelheit umgeben von Treppen. Gab es hier einen Ort überhaupt irgendwo mit dunklen Stellen? Na nun, es lässt sich zwar nur schwer entziffern, aber ganz hinten steht was geschrieben. Feuersturm. War jetzt mein Fehler. Na gut, hier ist mein Hinweis. Die Stimme des blauen Vogel-Pokémon. Ich musste die ganze Zeit über das nachdenken und ich konnte mich gar nicht auf den Kampf konzentrieren. Ah, die war's. Für den Hinweis. Ein kurioses Angebot beim Eisstab. Ob man ein riesiges Eis als Trostpflaster holen sollte? Ah, jetzt muss ich da rein, okay. Hat mich schon gewundert. Bist du in der Arena-Prüfung? Ja, stimmt's, ne? Hast du alle Hinweise für das geheime Gericht? Hattest du beisammen?
Alles klar, was darf es also sein? So, gebratene Reisbällchen. Wie groß soll die Portion sein? Was? Muss man auch noch wissen. Mittel. Auf welche Flamme soll das Gericht zubereitet werden? Genau, Feuersturm habe ich gelesen. In dem Tunnel. Flammenwurf, Feuersturm, starke Flamme. Womit möchtest du das Gericht abrunden? Eine Spritze und Drohne. Eine mittlere Portion gebratene Reisbällchen auf der Stufe Feuersturm gegart und serviert mit einem Spritzer Zitrone. Okay, mittlere gebratene Reisbällchen Feuersturm Stufe mit Zitrone. Herzlichen Glückwunsch, damit hast du die Arena-Prüfung bestanden. Nun darfst du dich unserem Arena-Leiter stellen. Sag einfach Bescheid, wenn du bereit für den Kampf bist. Sehr schön. Was spricht mit dem Personal der Schatzstube? Dann tue ich das nochmal. Möchtest du erinnert? Ah, okay, Herausforderung. Den außergewöhnlich Angestellten. Dann begib dich jetzt bitte zum Kampfplatz. Aoki, du bist dran. Sag nicht der Koch, oder? Hier ist er. Hallo. Heiße Aoki und wurde der Mesclara Arena als Arenaleiter zugeteilt. Glückwunsch zur bestandenen Arena-Prüfung. Du solltest übrigens auch die anderen Gerichte hier probieren. Die sind alle recht gut. Nicht nur die Reisbällchen. Aber lassen wir den Smalltalk, sonst kriege ich von der Chefetage einen auf den Deckel. Bringen wir diesen Kampf hinter uns. Sehr geehrte Herausforderin, billigend ist meine Einladung zum Kampf. Hochachtungsvoll, Arenaleiter Aoki. Oh oh. Aoki fordert dich heraus. Walilu. Ich hab gerade erst gegessen. Gehen wir es langsam an, ja? Der schläft. Ich würde sagen, wir setzen gleich mal die Samendinger ein und machen gleich Terrakristallisierung. Wir gehen gleich mal in die Vollen. Mal gucken, wie viel Schaden das macht. Diesen kleinen Koala-Bären. Der mir fast schon ein bisschen leid tut. Gummelinsel. Oh, der. Lange Blick. Oh, nicht. Paralyse, nein. Aber ich hab Glück. Der Angriff geht durch.
Staraptor kommt jetzt. Ich würde sagen, wir wechseln mal Richtung Feuer-Pokémon. Ich finde den Kristallmodus cool, muss ich sagen. Der hat was. Naja, immer noch besser als vom Chef den Marsch geblasen zu bekommen. Staraptor! Ich glaube, das war nicht so gut. Nicht übel. Sieht fast so aus, als würde ich verlieren. Hey, Aoki, reiß dich zusammen. Wenn du meine hungrigen Gäste schon warten lässt, gib ihnen wenigstens ein deftiges Spektakel. Oh, jetzt kommen die Gäste rein. Gib alles, ihr beiden. Na schön, dann will ich mal nicht so sein. Geben wir den Gästen, was sie verlangen. Und auch die Terra-Kristallisierung, oder? Gib ihm, jawohl, dann nochmal. Die Attacke. Und tschüss. Oh. Da bin ich froh, dass es dann wirklich besser geht. Waren meine Augen wohl größer als mein Magen? Das kenne ich manchmal zu gut. Wenn irgendwas, kennt ihr das, Leute, wenn irgendwas zu lecker schmeckt, dann macht man lieber gerne ein bisschen mehr raus. Und man schafft, man kriegt nichts mehr. Und dann schafft man es plötzlich dann doch nicht mehr. Deine Stärke ist außergewöhnlich. Das hat mich ganz aus dem Konzept gebracht, sozusagen. Da ich verloren habe, muss ich dir nun diesen Orden hier überreichen. Der Kampf hat mich ganz schön hungrig gemacht. Was hältst du davon, gemeinsam einen Happen zu essen? Esklara Arena gemeistert, der Weg des Champs. Wenn du 5 Arena-Orden besitzt, lassen sich Pokémon bis Level 45 leichter fangen. Ah, und sie folgen allen deinen Anweisungen. Ein Kind wie du hat dafür vielleicht noch keine Verwendung, aber nimm das hier bitte trotzdem. Fassade. Ich finde das Essen hier ziemlich schmackhaft. Und keine Sorge, die Rechnung geht natürlich auf mich. Schließlich bin ich hier der Erwachsene mit festem Einkommen. In diesem Sinne, auf Wiedersehen. Ein Gentleman und sehr nett. So, jetzt haben wir wieder ein volles Bäuchlein. Haben gut gekämpft. Oh! Ich gratuliere dir zu deinem Sieg in der Arena. Okay, hat mir bereits von einer ungewöhnlichen Trainerin berichtet. Offenbar meinte sie dich damit. Ich habe deinen Kampf eben verfolgt und muss sagen, du bist tatsächlich überaus talentiert. Wenn du so weitermachst, könntest du wirklich noch den Champion erlangen. Ich würde dich nur zu gerne in der naher Zukunft für die Pokémon-Liga rekrutieren. Leila, ich weiß jetzt, welchem Pokémon ich gegen dich antreten werde. Deinen Kampf in der Arena habe ich übrigens auch gesehen. Echt beeindruckend, wie schnell du immer stärker bist. Captain Emila, wie schön, dich nach so langer Zeit wiederzusehen. Was? Oh, was machen sie denn hier mit Leila, Nummer 1? Nummer 1? Nanu, habe ich dir das etwa nicht ordentlich erklärt? Alle schauen zu ihr auf. Und du kennst sie nicht einmal, oh je. Sie ist die absolute Nummer 1 und steht sogar noch über dem Champion. Ihr Name ist Zagaria. Sie ist das sogenannte Top-Champ. In der Tat, neben meiner Funktion als Präsidentin der Pokémon-Liga fülle ich auch diese Rolle aus.
hätte gedacht. Wir wären viel zu beschäftigt, um Arin persönlich zu inspizieren. Deswegen bin ich nicht hier. Ich bin gekommen, um ein vielversprechendes Talent zu rekrutieren. Was? Leider etwa schon so bekannt? Ich habe sie aber zuerst entdeckt. Auch wenn sie der Top-Champ sind. Wenn sie mir nicht einfach vor der Nase wegschnappen. Hehe, du scheinst dich wohl großer Beliebtheit zu erfreuen. Ich werde mich hinten anstellen. Ganz genau. Los, Layla. Ich schulde dir noch einen Pokémon-Kampf. Schnell, schnell, los. Auf zum Kampfplatz. Einen Moment, bitte. Was ist? Diesen Kampf würde ich mir allzu gern ansehen, aber nur, wenn euch das genehm ist. Ah, aber natürlich. Von mir aus kein Problem. Bist du auch einverstanden, Layla? Vielen Dank euch beiden. Ich bin wirklich sehr gespannt. Die Nummer 1. Wahnsinn. Dass die sich hier... Ja. Dass sie sich da... Ja. Finde ich cool. Nun denn. Lasst uns gehen. Dass sie sich dafür interessiert, finde ich echt cool. Dann wollen wir doch mal zeigen, was wir drauf haben. Also, nochmal für dich zum Mitschreiben. Klapperst die verschiedenen Arenen ab, erkämpfst dir ihre Orden. Wenn du das geschafft hast, kannst du gegen die allerstärkste Pokémon-Trainerin antreten. So ist es, und zwar in der Pokémon-Liga. Sie befindet sich nordwestlich von Missalona City. In der Pokémon-Liga wird würdigen Trainern der höchste aller Titel verliehen, der des Champs. Sobald du 8 Arena-Orden beisammen hast, kannst du die Prüfung ablegen. Es in sich hat. Schaffst du es schließlich, selbst den stärksten Prüfer zu besiegen, wirst du zum Champ ernannt. Stell dir nur mal vor, wie sich das für dich anfühlen würde. Der Moment, in dem du zum Champ wirst. Du hast dein Ziel, die Bühne aller Bühnen vor Augen und jetzt beginnt der Kampf. Oh, nicht so schnell. Die Pokémon von Layla scheinen noch etwas erschöpft zu sein. Oh, sorry, ich war schon so bereit für den Kampf, dass ich gar nicht daran gedacht habe. Aber dank des Top-Champs sind deine Pokémon jetzt wieder topfit. So, versetz dich noch mal in die Situation von eben zurück, Layla. Und los geht's, der Kampf ist das Ziel. Lass dich nicht davon einschüchtern, dass sie Nummer 1 ist, Nummer 1 uns zusieht. Keine Sorge, das mache ich garantiert nicht. Bam. Oh, nicht übel, die Attacke hatte es ganz schön in sich. Discora, ne, ich bleib mal bei dem Pokémon. Das ist die Rivalin, ja. Drachenpuls! Au. Hallo Pocho, ich grüße dich. Helfen wird nichts. Die Attacke machtlos gegen das hier. Oh, hat keine Wirkung. Das ist doch mal geil.
Hamamo! Echt, wie cool, du hast es auch. Geil. Oh, so, dann können wir bald zusammenspielen. Paralyse, natürlich. Hat keine Wirkung. Was, die Paralyse hat keine Wirkung auf sie? Was? Habe ich gerade richtig jetzt mitbekommen? Aha. Sehen Sie das? Nummer 1. Ich wurde in die Enge gedrängt. Dann halte ich ran an dieses Spiel. Zauberschein. Zeit für eine Kristallisierung. Das bringt selbst die Augen der Nummer 1 zum Leuchten. Jetzt kommt mein Ass im Arm im Einsatz, zeig mir, wie du deinen Attacken standhältst. Blumentrick! Wow! Nein! Nutzen wir Feuer. Feuer ist sehr effektiv. Wir benutzen natürlich auch eine Terrakristallisierung. Sind wir doch mal auch so cool. Blumentrick! Das war nicht nett. Oh, ein Volltreffer ausgeführt jetzt. Dein Glück hätte ich gern. Akrobatik zu erlernen. Cool. Was macht denn Akrobatik? Ah, das ist eine Luftattacke. Luftschnitt. Ein grazieller Angriff auf das Ziel. Trägt der Anwender kein Item bei sich, richtet die Attacke großen Schaden an. Aber Luftschnitt macht ja im Prinzip eigentlich mehr Schaden als das andere. Da schreckt es der Megakick, finde ich halt. Aber auch mal den Megakick weg. Den brauche ich nicht. Wunder dich nicht, wenn du ab sofort etwas mehr im Rampenlicht stehst, Layla. Gegen jemanden wie Champion Emila einen solch beachtlichen Kampf hinzulegen, zeugt von Talent. Es war mir eine Freude, solch einem herrlichen Kampf beiwohnen zu dürfen. Wie krass, sogar der Top-Champ erkennt dein Potenzial an. Du hältst mich wirklich auf Trab, so schnell, wie du stärker wirst. Weißt du, eines war mir schon klar, als wir uns das erste Mal begegnet sind. Eines Tages wirst du den Champion erreichen, Layla. Da bin ich mir sicher. Die übrigen Arenen wirst du ohne Probleme bewältigen. Du schaffst das. Das denke ich auch. Hier, das soll dir gehören. Betrachte es als Investition in deine Zukunft. Para-Ausbruch.
Wenn ein Terra-kristallisiertes Pokémon diese Attacke einsetzt, passt sich ihr Typ dem Terra-Typ des Pokémon an. Irgendwann werden wir zwei uns den besten Kampf aller Zeiten liefern. Das weiß ich einfach. Ich werde noch viel, viel mehr trainieren, um richtig darauf vorbereitet zu sein. Ich frage mich, ob sie gerade aus Freundschaft gesprochen hat, um dich zu unterstützen, oder weil sie sich Großes von dir erhofft. Nein, ich glaube, das war keine bloße Hoffnung. Sie hat aus fester Überzeugung gesprochen. Komm, ich führe dich wieder zurück zur Arena. Frau ist echt cool, muss ich sagen. Trotz, dass sie die Beste ist. Die Nummer 1 haben wir jetzt, wissen wir jetzt, haben wir jetzt kennengelernt. Sehr bescheiden, die Frau. So, beim nächsten Mal geht es wieder weiter. Mal schauen, was wir beim nächsten Mal machen. Ich bedanke mich, dass ihr mir zugeschaut habt. Lasst doch gerne einen Daumen für dieses Video da. Und ich freue mich. Und es bleibt auf jeden Fall spannend. Ich sag mal ciao.